Was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crash4DFG89 zurück bei Let's Play Marvel's Kingdom Bad. What the hell? Wario, Waluigi, korrupte Karikatur. What the hell? Nochmals Miniboss Action und dazu noch King Deep. Und ist das zufällig eine Lego-Röhre, was ich da gerade sehe, was der Wario bei sich hält? What the hell? 1000, Alter, ja. 800. Das ist ein Maschinengewehr, ne? Jupp. Und natürlich hier ist eine normale Röhre. Das sieht aus wie eine Lego-Röhre, wenn man es so ansieht. Wie sind vielen Löchern oben? Natürlich Grobianer und Valkyren noch dazu. Shit! Gegen diese beiden müssen wir antreten. Ach du Scheiße. Oh, der hat sogar noch eine Schurkensicht. Und ein Magnetanz, der lockt Gegner noch zusätzlich, dieser Spacko. Halt! Ich glaub's nicht! Was ist das denn? Ja. Hä? Ist ja ganz prima. Mit was für ein Gegner haben wir es denn jetzt? Kriegen wir es denn hier zu tun? Toll. Und die werden natürlich von kleineren Varianten auch noch unterstützt hier. Boah, wie wollen wir die denn jetzt bezwingen? Tja, die Taktik muss jetzt auf jeden Fall sitzen, die ich jetzt verwenden werde. Oh, Zeit für die Kampfzentrale und wieder. Besseres Team. Mario ist da leider angeschlagen. Er benötigt Heiler. Ich weiß nicht, ob ich Peach da wirklich hinzufügen werde. Ich meine, von Ankaras besitzt sie die meisten KP. Seine Raserei ist ja wirklich die stärkste hier. Aber eine Heilerin könnte ich auch immer wieder gebrauchen, vor allem welche, die immer schützt. Aber Luigi eignet sich für den Fernkampf. Deswegen ist er gut geeignet gegen diese Grobiane. Aber dann kommen auch noch die Valkyren hinzu. Und diese teilen sich auch noch den Schaden. Marios Wächter und Luigis Wächter müssen auch sitzen. Lieber auf Heilung und einen Fernkampfangriff setzen. Ich probiere es mal. Ich hoffe, das wird gut gehen. Dann starten wir mal durch. Ach du heiliger Bimbam. Das ist mal eine Wende hier. Wie ich sie nicht erwartet hätte. Oh. Dann lieber gleich mehr mit dem Ding hier abballern. Jetzt habe ich wieder was vergessen. Nein. Nochmal neu starten, bitte. Mit Mario ist mir die Angriffskraft wieder von vornherein erhöhen, dass ich von Anfang an sehr viel Bums machen kann. Hat der Drache etwa diese Gegner erschaffen oder wie soll ich das jetzt verstehen? Irgendwie muss das der Drache was damit zu tun haben. Lass uns hier die Angriffskraft erhöhen. Ich bin sicher, alle können irgendwie was machen gegen diese Gegner. Ah ja, den Grobian hat er schon mal im Blick. Den könnte er. Oh nein, den hier könnte er treffen. Schon mal ordentlichst Schaden machen. Aber vorher aktiviert er den Wächter, falls da auf einen zukommt. Das macht dann auch Mario. Achso, kann er nicht, weil er die Angriffskraft schon erhöht. Okay. Geht also noch nicht.
Aber sollte ein Gegner sich runtertrauen, dann wird er sein blaues Wunder erleben. Gibt es irgendeinen Gegner, den ich hundertprozentig treffen könnte? Keiner hat bislang eine hundertprozentige Trefferquote. Naja, bis auf den... Ja, aber da müsste ich hier ganz offen stehen und das geht bei Mario nicht, der ist so angeschlagen. Ich kann also nicht. Das bringt nichts, was ich da versuchen würde. Na schön. Erstmals gegen den Grobian hier, weil die Grobianen zu mir locken, ist eine hohe Priorität. So. Auf ihn ballern. Und dann noch einmal mit dem Wächter. Ordentlich Schaden machen. Alter, da hat er ihn schon gleich gekillt mit einem Schlag. Luigi, du hast es drauf. Mann, du hast es echt drauf. Okay, dann den auch noch einen verpassen. Bam. Wenn er kommt, dann. Ja. Und nochmal. Alter. Und nochmal zweimal, was? Bist du des Wahnsinns, Luigi? Du gehst ab. Hoho, ich bin beeindruckt. Ich bin mehr als nur schwer beeindruckt von dir, mein Freund. Bist du des Wahnsinns, ey. Ach, Mist. Das war klar. Aber wenigstens sind die beiden Grobiane weg. Das hätte ich nicht erwartet, dass das schaffen könnte. Oh, shit. Oh, noch mit Frost. Oh, Mann. Gut, das war kein Treffer. Oh, oh. Oh, scheiße. Das war klar wegen dem Scheiß-Crit. Aua. Och nein! Das war klar. Wieder kein Perfekt. Ich krieg das einfach nicht auf die Reihe. Ja, aber bei so einem schweren... Och. Das ist nur schwer, das zu schaffen, ohne dass mein Charakter wegstirbt. Ausgerechnet Luigi, der eh so viel Schaden macht. Warum muss es ihn wieder erwischen? Ich kann's nicht glauben, ey. Das ist so behindert. Ach, so ein Scheiß aber auch. Die sind aus der Sichtweite, die beiden. Und die Valkyrie schützt sie auch noch, die eine letzte. Da kann man nichts machen. Ich sollte mich hier in Deckung begeben. Aber wenn die dann runterkommt, das dürfte gefährlich werden. Oh nö! Shit. Und auch noch Frost. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube wohl, ich spinne. Das kann nicht wahr sein. Muss einen Befreiungssprung einsetzen. Aber erstmal Vampirraserei. Dann Befreiungssprung. Zu denen hoch. Oh, das ist ein bisschen gefährlich gerade, was ich da mache. Bisschen riskant, ne? Aber komm. Es dient zu einem guten Zweck. Irgendwas muss ja getan werden. Gegen diese Spackos. Gut, einen weiteren Wächter hat er zum Glück nicht. Was heißt der außer Rauch? Nee, er kann auf die Valkyrie nicht zielen. Nein! Was? Bist du des Wahnsinns? Wieso kann er auf die verdammte Valkyrie nicht zielen? Bleibt nichts anderes übrig, als den Wächter zu aktivieren und darauf zu hoffen, dass sie nicht sofort auf ihn ballert. Okay. Nee, nee, nicht mit mir. Nein! Ja, ja, ja! Sehr schön! Oh, Crit und sogar doppelt. Alter. Aber es ist nicht auf Vampir gestellt. Shit. Nein!
Mario! Oh! Scheiße! Och Mann, ey, das ist doch nicht zu fassen! Ich hab das gedacht, okay, ich krieg die KP zurück, aber nein, die ist ja nicht auf Vampir gestellt! Warum musste die vorgehen? Warum konnte Mario nicht auf die eine zielen? Ah, oh, Pech! Einfach nur scheiß Pech gerade! Das hätte alles nicht passieren sollen! Shit, da habe ich diese beiden weg. Da habe ich mich darüber gefreut, die beiden Grobiane so wirklich astrein ausgeschalten zu haben und dann sowas. Das kann doch nicht wahr sein. Oh je, da habe ich mit Mario jetzt ein bisschen Risiko gemacht, ne? Da bin ich mit Mario ein ziemliches Risiko eingegangen. Vor allem gehe ich mit ihm ein Risiko ein, mich da nach oben zu begeben. Zu den beiden Spackos. Ohne Scheiß, das will ich jetzt nicht machen. Ich hätte mich mit Mario verdammt nochmal da verstecken sollen. Weil da ist die Chance geringer, dass er getroffen wird. Das ist ein Part der Neustart. Oh Mann, ey. Ich bin schon echt an den Punkt geraten, wo es zu viel wird für mich. Ich will keine extra Kraftpunkte haben, okay? Ich will das so lösen können, weil wahrscheinlich wird das auch sich auf meine Gesamtbewertung auswirken und darauf habe ich keinen Bock. So, jetzt mache ich es aber richtig. So, Mario versteckt sich jetzt mal hier. Brav. Ich könnte es trotzdem mal probieren demnächst. Aber erstmals. Begibt sich Luigi hierhin. Aktiviert seinen Wächter. Um noch mehr Schaden zu machen. Und du begibst dich hierhin, mein Freund. Zeigst diesem Grobian, wo der Hammer hängt. So. Ja, er zieht zuerst mal. Auf ihn hier. Ja, ja, komm nur her. Und bam, und weg. Sehr schön. Nein, lieber mit der Rakete auf. Obwohl, das trifft er sie beide nicht, leider. Also lieber sparsam mit der Waffe umgehen und lieber darauf setzen. Crit! Vampir! Alter Schwede! Wenn sie abgehen, gehen sie ab, die beiden. So, mit etwas Glück treffe ich vielleicht sogar meine Valkyrie noch oben drauf. Komm schon! Yes! Sogar mit Sprungschaden. Nice. Gut gemacht. So. Jetzt auf gut Glück hoffen, dass jetzt niemand zu sehr zu Schaden kommt. Vor allem nicht Luigi, der muss das jetzt überleben, den Kampf. Oh ne, Wächter. Alter. Ausgerechnet Treffer auch noch. Na gut, das ging wenigstens daneben. Aber jetzt ist einer auf Wächter gestellt. Wenn ich mich jetzt bewege, dann... Ja, gute Nacht. Bring ich das Ding mal hin? Ja, dann aktiviere ich seinen Wächter. Ich lenke ihn also erstmals ab. Nein, darauf reagiert der Wächter nicht? Was? Das ist doch nicht zu fassen. Was? 100%? Euer Ernst? Ja, da wird zwar jetzt abgeschwächter Schaden. Ich sollte vielleicht lieber auch gleich den Wächter aktivieren, weil wenn ich da jetzt Sprungschaden zufüge, dann, ja, gute Nacht. Dann kommt er gleich doppelt so viel, dreifach so viel Schaden ab. Ja, Sprung! Okay. Nicht ganz so oft, wie ich es erhofft hätte, aber besser als nichts, ne? Sehr schön.
So, der versteckt sich lieber gleich. Jetzt wird er natürlich Schaden abbekommen, aber was soll ich machen? Ja. Eben ist es nur normal und nicht auch noch. Da fliegt noch eins. Immerhin ist es, was soll ich sagen? Normalschaden und kein, kein verflixter Frostschaden. Critical Hit. Okay, das wollte ich damit nicht attackieren. Okay, er kann sich jetzt auch bewegen. Aber ich glaube, ich bleibe lieber in Deckung hier. Taktisch vorgehen. Ja. Schön, Alter. Haha. Ja. Oh, shit. Wie Schaden hat das denn gemacht? Wer ist jetzt gerade unter Tint... Ach so. Ah. Weil... Ja, die Valkyrie ist direkt draufgesprungen und hat den Tintenschaden kassiert. Ach so. Nice one. Ey, das war geil. So, Vampirschaden. Obwohl, das bringt ja nichts, weil dann wird der. Dann ist sie eh schon tot. Ich muss zu den beiden jetzt noch hochkommen. Er hat schon die Hälfte. Fast die Hälfte ist in der KP verloren durch diesen Schlag. Junge, das hat wehgetan. Das muss echt sitzen. Das musste echt sitzen, ne? Der Schlag. So. Ich habe trotzdem jetzt nur wieder 50%ige Chance, einen von den beiden zu treffen. Das finde ich dämlich gerade. Müsste zu ihnen direkt hochgehen, aber komm. Das will ich jetzt lieber nicht. Besser ist es, wenn ich erstmal das Vampirschaden zufüge. Und dann mit etwas Glück auch noch einen Treffer zufügen kann. So, dann ist erstmal die jetzt aus dem Weg. Dann fehlt nur noch eine Valkyrie. Komm schon, triff. Ja, immerhin. Ich hätte auch eher erwartet, dass es Vampirschaden wird, aber was soll's. Besser als nix, wie es so schön heißt. Und Deutsch hat überhaupt noch keinen Treffer kassiert, der Gute. Respekt, Respekt, mein Lieber. Müssen wir dir schon lassen. Du konntest dich bislang immer noch erfolgreich aus da zurückziehen. Aber jetzt ihn darauf schicken wäre Selbstmord für ihn. Da, lieber nicht. Ich könnte damit zwar jetzt die Valkyrie töten, aber come on, das wird echt zu riskant. Weil dann sind die beiden noch da. Er könnte garantiert ihm Schaden zufügen. Ja, wohl eher nicht, aber vielleicht könnte er durch seine Fähigkeit ihn zu sich locken und dann... Ja, gute Nacht. Dann war's das. Wie stelle ich das also am besten mit den beiden hier noch an? Einfach auf Glück versuchen, sie zu treffen? Wahrscheinlich, vielleicht? Ich kann's probieren. Komm, die Valkyrie muss ich ja dann... Und das Glück kann ich die Valkyrie auch noch treffen. Ich ziehe gleich mal drauf und versuche mit etwas Glück die Valkyrie zu treffen. Also, drück mir die Daumen. Lass ich Mario den Platz lieber. Dann versuchen wir es mit Mario. Die Valkyrie endlich mal zu töten. Jetzt ist mal Schluss. Verpiesel dich. Ja! So, jetzt nur noch die beiden Hauptattraktionen übrig. Sehr schön, daneben. Oh, shit. Schon wieder der Wächter. Jetzt kann ich mich gar nicht zu ihm bewegen. Oh, aber ihn kann ich... Aha, ich hatte eine Idee. Kann das Mario auch? Nö, der braucht noch einen Zug dafür. Aber jetzt locke ich ihn mal runter und dann... Haha, bekommt er wieder die volle Ladung. Ja, er ist auf Vampir gestellt sogar. Ja, ja. Was? Hey, Luigi, was ist denn? Was ist denn, Luigi? Wieso?
Greifst du ihn nicht an? Was machst du denn? Du bist doch auf Wächter gestellt. Kannst du nicht auf ihn zielen? So, der ist außer Reich. Oh, nö, das ist doch nicht euer Ernst. Der konnte sich so bewegen, dass er außer Reichweite ist vom Wächter. Na, warte, das ist doch nicht euer Ernst. Kann ich damit auch seine Waffen powern? Ich glaube mal nicht, ne. Gebe ich mich mal zu ihm hoch. Das ist jetzt ein riskanter Move. So, irgendwann bekomme ich jetzt mal die KP. Durch den. Oh oh! Okay, immerhin. Nicht so viel Schaden. So, der Wächter ist jetzt deaktiviert. Und jetzt heißt es volle Kanne nicht draufhalten. Das kracht. Erstmals. Ach. Wieder einmal wegbewegen hier. Obwohl, das ist keine gute Idee, sich hier zu verstecken. Was? Immer noch 0%? Warum? Wo steckt er denn genau, dass man ihn da nicht erwischen kann? Jetzt aber. Du hast dich ja ganz schön blöd verschanzt, mein Freund. So. Okay. Dann mit Mario hoch und... Hoho, das wird wehtun. Mein Freund, das wird ordentlich Wumms machen. Wenn er das gut sogar Sprung schaut. Oh, ja! Ja! Alter! Wow! Boah, was zum Dreifacher! Boah! Und das hat er überlebt, ich glaub's nicht. What the hell? Oh ja, aber sein Wächter ist jetzt weg. Das heißt, ich muss jetzt Glück haben, dass er nicht auf mich zurast gerade. Ich muss erstmal ihn abschwächen. So. Oh man! Sieht gar nicht so schlecht aus gerade. Okay, wenn ich etwas Glück habe, füge ich noch Tintenschaden zu. Nein, aber immerhin. Oh, bitte nicht zu nahe. Oh shit. Oh shit! Luigi! Au, oh, sogar noch Honig. Aber immerhin abgeschwächt, so. Ha! Tja. Was soll es auch, wenn der Honigschaum macht mir nicht viel aus, denn jetzt mach dich kalt. Bam, und weg mit dir. So, erstmals hier spawnen die Münzen sammeln. Weil zu dem Ort möchte ich nicht doch mal zurück. Und jetzt du, mein Freund. Alter, aber den haben wir ordentlich Schaden zugefügt. Boah, das war schon krass, ey. Und wir schaffen es, ohne dass einer von uns stirbt. Ich glaub's nicht. Und tschüss. Bekommt es ein eigenes Rohr noch ab. Was ist mit dir? Ja, verpisst euch. Und lasst euch nie wieder blicken. Perfekt. In der ersten Runde habe ich es perfekt geschafft, oder? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube mal nicht. Doch! Alter, volle Münzzahl! Yes! Alle 2500 Münzen! Oh yeah, Baby! Das hat sich doch gelohnt hier! Puh. Junge, das war schon ein Kampf. Ein unerwarteter Miniboss-Kampf, aber der ging gut ab hier. Ging gut ab. Was zum... Ist da tatsächlich ein Vogel da? Achso. Da landet tatsächlich ein Vogel hier bei dem
lavagefüllten Turm? Alter Schwede, du musst da muss hitzeresistent sein. Oh, rote Münzen gibt's hier wieder. Und hier beginnt schon das 8. Kapitel. Oh, hallo. Eine neue Melodie. Und hier. Wieder ein 3D-Modell von Waluigi. Oh. Okay. Dann machen wir es halt jetzt so. So. Wo sind hier die ganzen roten Münzen verteilt? Ach. Da unten oder was? Ja, nee, ist klar. Bei der Arena. Ach du Scheiße. Man muss ja also hier durch und sie alle schnappen? Das gesamte Kapitel sind sie verteilt oder was? 5, 6, komm. Oh oh. Komm, komm. Och man, wie schnell muss man denn da sein? Okay, aber ich weiß, wo sie sich aufhalten. Okay, okay. Man muss also schnell sein. Na. Also, es ist ja wohl klar, dass man da schnell sein muss. Na schön. Versuchen wir es nochmal. Ich will mir halt den Gegenstand nicht entgehen lassen. Na schön. Und los. Im Eistempo. Kann man richtig hindrehen. Soll ich das diesmal ausgehen? Ist mal schnell genug. Es sieht ganz nach Haus. Komm, komm, komm. Yes! Gib her die Goldschatztruhe. Mit der nächsten Weapon. Hm. Blooper, Papa. Das ist für... Ich kann es gerade nicht erkennen. Oh, für Yoshi. Na gut, alles klar. Gar nicht mal so schlecht bislang. Ich sollte meine Kampfzentrale jetzt mal gucken, ob ich wieder Fähigkeiten aufwerten kann. Ja, bestimmt, ja. Ja, aber nicht bei allen. Das ist auch klar wie Kloßbrühe. Und es wird noch einiges fehlen hier. So einiges. Den Rasereischaden muss ich natürlich noch weiter erhöhen. Und hier den Bodenkracher noch verstärken. Noch extra KP. Dann noch super Cooldown. Super Chance. Naja, Brecherschaden. Jop, da ist ja noch einiges bevor. Wirklich so einiges bei den... Oh Mann, hier sogar noch sehr vieles. Ja, bei Luigi müsste ich mal wirklich die KP noch weiter erhöhen. Naja, das kriegen wir schon irgendwie hin, ne? Wäre doch wohl gelacht, wenn das nicht gehen würde. Ich müsste dann wahrscheinlich vor dem Fallenboss noch einige Mini-Herausforderungen machen. Das werde ich dann auch noch so machen, wenn wir erstmals vor dem Fallenboss stehen. Also vor dem finalen Kapitel werde ich mich erstmals nochmal zurück zu den anderen Welten begeben und dort die Nebenherausforderungen machen. Dort bekomme ich auch, dort bekomme ich auch noch extra Kohle und extra, also nicht nur extra Kohle, sondern auch, extra Fertigkeitspunkte. Da wir jetzt gerade von Kohle reden, wir haben jetzt wieder...
Genug für zwei neue Waffen. So, mal sehen. Er hat eine Honigschadenwaffe. Das heißt, hier muss ich die hier nehmen. So. Mario hat schon mal wieder die besten Waffen bei sich. So. Bei so einer Primärwaffe brauche ich jetzt eine bessere Vampirwaffe. Leider hat er da keine. Aber ich benötige den besseren Schaden hier, also. Bedauerlicherweise muss ich hier auf Feuer umstellen, wie es scheint. Oder bei der Sekundärwaffe könnte ich auf Vampir stellen, wenn es da eine gibt. Nö, gibt's da gar nicht. Alter, was zum Teufel? Der arme Kerl, der kriegt da überhaupt keine anständigen Waffen, wie es scheint. Erst später. Verborgenen schaurigen Faden. Aha. Ach, bei den Goldweg, glaube ich, ne? Weil der wird ja auch später erst freigeschalten, wenn wir erstmals alle. Okay, dann gebe ich ihnen wenigstens eine bessere Sekundärwaffe. Erstmals. Oder Moment. Die Primärwaffen sind um einiges teurer, also. Feuer oder Stoß? Im Cookie Boost sind sie aber besser. Ja komm, er hat jetzt eine Vampirraserei, also nehme ich mir Exitus Cactus. So, bei den Sekundärwaffen muss er natürlich noch für sich was kaufen. Und er braucht auch noch. Oha, Yuji braucht auch noch ein. Was Besseres, und das zwar das hier. Bei den Primärwaffen ist er vollstens ausgerüstet. Da braucht er nichts Neues aktuell. Aber Rabbit Peach benötigt was. Ich glaube, das war jetzt neu, ne? Boah, wie viel Unterschied bereits besteht hier. Diese Waffe. Meine Friese. Die brauchen bereits so viele neue Waffen. Und ich weiß nicht, ob das Geld doch bis zum Ende zusammenbekommen werde. Da muss ich halt vorher noch die Mini-Herausforderungen machen. Oh, hab's vergessen. Nicht ohne den Schatz hier weggehen. Wario. Okay, dann haben wir auch hier eine weitere Figur bekommen. So, dann, liebe Leute, würde ich sagen, geht's an der Stelle beim nächsten Kapitel, besser gesagt, im nächsten Part weiter. Und wem es gefallen wusste, oder wisst ihr was? Ich denke, es wäre angebracht, wenn wir ab dem nächsten Part dann. Ja, ich glaube, das sollten wir tun. Ab dem nächsten Part werden wir uns dann den Mini-Herausforderungen stellen. Also den Nebenherausforderungen stellen. Von den bisherigen Welten. Bis hin zu den schaurigen Pfaden. Ja. Bis dahin bedanke ich mich fürs Gucken. Daumen hoch, wenn mir das gefallen wusste. Und Kommentar nicht vergessen. Und bis zum nächsten Part von Let's Play. Mario und Rabbids Kingdom Battle. Also viel Sehen und. Tschüss, Leute!